Dorn zu tun hat. Also außer, dass sie die erste Kind... Oh, was ist das? In die Bühne. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Folgen die. Anscheinend sind wir in der Schattendimension gefangen oder so. What are you up to, Jordan? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Ich will noch mal gucken, wir haben alle, ne? Ja. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked you. Your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good?
Oh, Johnny. No! Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Didi. Okay. Went and left me, but you never. Ich habe noch nicht so ganz verstanden. No matter what I do. Wie das halt überlappt. Also warum Didi auch in der Schattenwelt ist, weil muss sie ja sein, sonst würde sie ja nicht mit Dawn zusammen echt sein, quasi. Der Vincenzo, der kann das auch. Ist das vielleicht angeboren in der Familie? Das weiß ich nicht. Wo dann auch die andere Frage ist. Wenn Dawn in der als Schatten rumläuft, ist sie dann in der echten Welt und die anderen müssten sie sehen? Weil es wird ja immer gesagt, die können alle Dawn nicht sehen. Nein, nicht. Aber warum können sie dann Didi sehen? Es lässt noch so einige Fragen offen. Aber ich muss sagen, sehr geiles Spiel. Ist ein bisschen kurz gewesen, aber sehr cool. Also ich mochte, dass es Sammelobjekte gibt. Ich mochte, dass es auch diese Kugeln gab, die ich aber nicht alle hab. Schade, ist aber so. Die Musik war sehr toll. Kannst du nichts sagen, die Musik war super. Grafisch wunderschön. Ich fand gerade auch Dawn wunderschön. Die Mutter, also Cat, hat mich sehr an diese Figur erinnert. Jessica Rabbit, hieß die so? Weiß ich nicht. Also ich kenne nur die Figur, wie sie aussieht und nicht den Film, weil habe ich nie gesehen. Weiß ich nicht wieso. Johnny war so halt so ein Waschlappen. Aber er wollte nur das Beste für seine Familie, fand ich total süß. Wen haben wir noch? Ich überlege gerade, wen hatten wir denn noch? Ach so, Vincenzo. Ja, Vincenzo mochte ich nicht. Didi war irgendwie süß, aber auch so ein bisschen beknackt. Und hatte eine Wahnsinnsausdauer. Ganz ehrlich, in dem Alter konnte ich nicht die ganze Nacht durch die Gegend rennen. Wenn ich den ganzen Tag schon auf war, war irgendwann müde. Klingt komisch. Ist aber so. Ich war irgendwann müde. Vor allem um 2 Uhr nachts. Vor allem, wenn ich am nächsten Tag wieder aufstehen musste. Ja, jetzt geht's los. Gab's noch irgendwelche Charaktere? Nee, ne? Ich fand das mit den Schatten total cool, wie man dann da rüber geht und dann das ausnutzen musste oder die Kugel dann so platzieren musste, dass sie mitgenommen wird. Oder die Kiste oder sonst irgendwas fand ich sehr geil gemacht. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut. Ich habe lange kein Spiel mehr gehabt, das mich wirklich auf allen Ebenen überzeugt hat. Und zwar wirklich auf allen. Also es war nirgends, wo ich gesagt habe, ja, nee. Man muss halt sagen, es war jetzt nicht mörderschwer. Es war halt ein schönes Spiel, das ich sehr flüssig spielte. Und dadurch hatte man halt auch Spaß gehabt die ganze Zeit dran. Die Idee war sehr geil. Auch, dass man durch die Schatten durchbrechen konnte.
manchmal ist es, ist man dann so rausgefallen, da habe ich nicht ganz verstanden, warum. Macht aber nichts. Kann sein, dass ich es nicht gerafft habe oder da eventuell das programmiertechnisch nicht hingehauen hat. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich lag es wirklich an mir. Und es hatte den richtigen, die richtige Gewichtung zwischen Story und Rätseln, sodass es spannend bleibt, aber auch knifflig, dass es nicht langatmig wird. Wie gesagt, Top-Spiel. Also das fand ich echt geil. Lange nicht mehr so ein Spiel gespielt, das mich wirklich so überzeugt hat. Bei The Bridge, da waren die Rätsel auch total cool und herausfordernd, aber anstrengend. Vielleicht war, war der Schwierigkeitsgrad zu hoch für mich, das weiß ich nicht. Oder es war nicht so sehr für ein Let's Play geeignet. Das kann ich nicht sagen, aber das hier fand ich richtig gut. Ja, und jetzt höre ich mit meinen Lobreden auf und mache das Spiel aus. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.